Yo, moin Leute! World of Dust Gaming hier mit einer neuen Version lustig-spaßige deutsche Arena of Valor Videos und heute kranke Gameplays mit Max. Das ist das zweite Mal, dass ich Max spiele. Ich spiele Max sonst gar nicht, kann mit ihm glaube ich auch so wenig umgehen wie mit vielen anderen Champions, die ich überhaupt nicht kann. Und ich muss sagen, der Typ ist einfach crazy. Es ist so witzig, Max zu spielen, weil Max einfach komplett anders funktioniert als alle anderen Heroes im Spiel. Insbesondere seine Ult macht unglaubliche Plays möglich. Und wir werden gleich jede Menge Spaß haben, weil auch wenn ich Max nicht so stark finde, ich habe aber letztens in einem Video von Simio oder von Darkbreaker gesehen, dass er ziemlich stark gerankt sein soll. Oder Zane war es, glaube ich, sogar, der über eine Tierlist gesprochen hat. Muss ich doch sagen, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich mit ihm umgehen soll. Deswegen sind da auch einige Sachen dabei, wo ihr wahrscheinlich die Hände vor die Augen hauen werdet und sagen werdet, was macht der Typ da? So, von daher lasst euch mal überraschen. Wir gehen als erstes mal hier hoch auf die Top-Lane. Das ist die Position, die ich gewählt habe. Max ist aber durch seine Ult, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, super mobil. Max kann dann so durch die Gegend fliegen als Rakete, stellt sich auf seine Arme. Das ist schon sehr potent. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Max in diesem Bild relativ tanky spiele. Ich würde sagen, das nächste Bild, was ich mal ausprobiere, ist ein Spiel, wo ich ihn hybrid-build-mäßig baue, so wie man vielleicht auch Zenith oder Butterfly aktuell spielt. Also sowohl eine Mischung aus so Spear of the Longinus könnte man reinpacken, vielleicht auch einen Rankbreaker. Riktor ist auch so ein Typ, der so ein bisschen tanky ist, der aber auch so ein paar andere Sachen kann. Von daher glaube ich, dass das ganz gut funktionieren kann. Hab leider kleine Lags und Delays mit drin. Das ist so das Ding, aber man muss halt mal schauen, wie das sich während der nächsten Spiele so verfolgt. Habt ihr auch so krasse Ping-Spikes teilweise? Ich merke das gerade extrem, aber ich bin mega froh und ich finde es richtig geil, was bei Arena of Valor gerade auf der Facebook-Seite abgeht. Beta des neuen Spiels und so. Ich bin mir noch nicht sicher mit den Enchantments. Das fühlt sich so ein bisschen an wie bei League of Legends, so diese Runepages und so, die man aussuchen kann. Aber an sich ansonsten geistig. Hier sehe ich, dass Quillen kommt und ich kriege erstmal die Volkflatter. Hau alles raus, was irgendwie geht. First Blood, wohl verdient. Haben die beiden gut gemacht, aber das war scheiße. Das muss man sagen, das war richtig scheiße. Komplett overextended. Roxy macht hier ihren Job genau richtig. Und ich finde, Roxy kann halt aktuell auch überhaupt nichts. Ich finde, Roxy ist echt so, in der aktuellen Situation ist Roxy einfach richtig bad. Die kann überhaupt nichts und ich lasse mich dann auch noch von der alten abfarmen. Das ist schon echt super beschissen. Kannst du aber nichts machen, musste halt einfach weitermachen, musste weiterspielen. Da darf man den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich weiß nicht, was sie hier macht. Vielleicht hat sie den Kill-Count nicht gesehen, beziehungsweise den Respawn-Count nicht gesehen. Das war natürlich nicht gut. So, wir machen da trotzdem, wie gesagt, weiter. Und jetzt wird's gleich haarig, so, da muss ich natürlich raus. Aktiviere hier den Speedbuff erst später, weil ich mir halt denke, okay, Leute, wir müssen da halt ein bisschen gucken. Und jetzt Achtung! Jetzt wird's richtig crank. Keine Ahnung, warum ich Quillen ausgesucht habe. Und ich breche da ab. Gibt's nichts für mich zu tun. Scud steht Ewigkeiten tief da drin. Ich versuche da ein bisschen zu playen. Das große Problem ist, wir kriegen zwar den Bob, aber aus irgendeinem Grund kommen wir da weiter drauf. Da hätten wir rausgehen sollen. Und jetzt plötzlich stehen natürlich alle da. Ja. Gut ist aber auch, unser Team sieht das. Und unser Team geht auch mit rein. Jetzt kommt aber leider Quirn. Zerbombt die Kali hier. Und da kann der Thane natürlich wenig machen. Scud lebt noch, das muss man coolerweise sagen an der Stelle, dass der es geschafft hat. Und jetzt kommt da natürlich auch noch Joker mit rein. Blöder Double Kill fürs Enemy Team. Ja, da habe ich ein bisschen dazu beigetragen, die Situation zu verschärfen. Aber ich habe ja schon geschrieben, kranke Gameplays über das ganze Spiel hinweg. Das ist einfach richtig, richtig, richtig sick, was hier passieren wird. Da sind Momente dabei, Leute, da fliegt euch die Hutschnur fliegt euch weg, wenn ihr Hüte tragen würdet. Trägt ja heute keiner mehr Hüte, aber da sind richtig witzige Sachen dabei. Ich finde es richtig, richtig, richtig geil. So, der Push oben auf dem Tower funktioniert nicht so richtig. Da hätte ich mir noch ein bisschen
Da hätte ich mir noch ein bisschen was reingönnen können. Ich gehe mit den Sonic Boots. Die finde ich eigentlich so als Wahl ganz gut. So, und jetzt Achtung. Ich scanne die und jetzt pass auf. Jetzt geht's ab. Ich bin jedes Mal, wenn die Rakete zum Tragen kommt, einfach nur geil. Einfach nur insane. Hier zack, zack, zack drauf. Weggefickt. Einfach zerberstet. Das ist richtig. Das finde ich einfach mega witzig. Ich weiß gar nicht, kriegt man dann irgendwie eine Info als Gegner, dass Max gerade targetet oder wie sieht das aus? Ist das so? Weiß das jemand? Muss ich mal gucken. Darauf achten. Ich finde es auf jeden Fall mega witzig, diese Rakete zu zünden. Einfach irgendwo durch die Gegend zu fliegen und dann in einen rein zu bomben. So, da muss ich raus. Hüpfen ein bisschen. Nutze hier meine 1 als Escape Mechanism. Das finde ich funktioniert mit ihm ganz gut. Und fordere die anderen auf, hier zu kommen. Aber hört keiner auf mich. Ihr könnt mit der 2 auch über so über so Sachen so ein bisschen drängen und so rüber hüpfen. Weiß nicht, ob ihr das wisst, ob ihr Spotlight von ihnen gesehen habt. Und da geht auf jeden Fall was. So, da hängen wir dran. So, aber das Problem ist, da ich Tanky bilde, kriege ich ihn nicht. Ich mache zu wenig Schaden. Da habe ich leider keine Möglichkeit, irgendwas auszurichten. So. Und da gehen wir wieder rein. Ab geht's. Volle Pulle. Boom. Ist das geil oder ist das geil? Geht nur mir das so, dass ich das geil finde? Ich finde das mega witzig. Jedes Mal, wenn ich die Rakete gezündet habe, habe ich mir schon von vornherein einen abgelacht, weil ich das so witzig fand, mit der Rakete irgendwie da durchzubersten. So, jetzt haben wir das erste Item fertig, Mantle of Ra. Ist aber auch an der Stelle eigentlich gar nicht nötig gewesen, dass ich so Tanky baue, weil wir ja auch noch den, wir haben ja auch noch diesen Tank. Da komme ich nicht hinterher. Ich würde sagen, über Items und so und vor allem über die Abilities sprechen wir dann irgendwann mal, wenn ich Max mal häufiger gespielt habe. Ich finde ja, für Max gibt es keinen schönen Skin. Bam. So, und jetzt geht's richtig ab. Joker komplett exposed. Mit viel Glück kommt er da raus und könnte jetzt eigentlich noch ein paar Sachen durchfeuern. Muss natürlich aufpassen hier, dass er da nicht zu sehr auf die Schnauze bekommt. Und hier. Zack. Ultimate von Kali. Sehr schön gemacht. Schönes Ding. Da sieht man, Joker ist drauf. Defeated. Aber leider in Tower Range gewesen. Deshalb nicht ganz so erfolgreich, wie ich mir das gewünscht habe. Aber allein schon, dass du stehst von der Zelle nass und fährst einfach auf deine Rakete voll in ihre Fresse rein, finde ich einfach so geil. Das ist so, ich glaube, ich weiß es auch nicht. Bin ich der Einzige, der den Typen so abfeiert? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sitzt man jetzt hier vor YouTube und denkt sich nur so, was stimmt nicht mit dem? Was hat der gestern genommen, dass der da so drauf abgeht? Ich kann euch sagen, nichts Illegales. Ja, das ist, ich habe hier nichts Illegales genommen. Das würde ich auch nie tun. Ja, wir spielen wieder ein bisschen Laning Game. Ich versuche mir ein bisschen Farm reinzuholen. Ich muss sagen, mein Clear Speed ist nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Das kann ich auf jeden Fall an der Stelle einfach mal verraten. Aber ich finde ihn trotzdem ganz witzig. Also abgesehen von der Ult, er hüpft halt die ganze Zeit wie so ein Flummi durch die Gegend. Und ich denke, wenn man ihn mehr auf Schaden baut, dann kann man da durchaus schon auch ein bisschen davon profitieren, was er so im Kit hat. Hier, Achtung, wieder völlige Suicide-Mission, deswegen direkt abgebrochen. Gut, noch vom Darkseer 1-2 auf die Fresse gekriegt. Aber da kannst du nichts anderes machen. Ihr seht, wie wenig Schaden ich aktuell mache, aber wie gesagt, hab halt auch kein Damage-Build an der Stelle. So, aber hier. Top-Aktion. Ich sehe, dass Quillen drin ist, deswegen bleibe ich hier. Damit wir den Pressure auf Quillen erhöhen, damit der da nicht einfach reinspringt. Und jetzt ist die Flanke offen, da müssen wir rein. Kali macht einen super guten Job mit ihrer Ult, Quillen da zu vertreiben. Und ich sag nochmal, Leute, jetzt hier auf den Tower drauf, weil Roxy pusht gerade unten. Beziehungsweise auf der Top.
ist da schon relativ weit gekommen, aber ich sehe, dass die Minions das aushalten. Und da kommt sie rein. Keine Ahnung, was sie da vorhat. Keine Ahnung, was das ist. Aber die dumme Sau kommt davon. Ja, und da Kali sehr, sehr, sehr exposed. Da muss man natürlich echt aufpassen. So. Wir haben die Ult wieder ready. Und dann geht die Party auch direkt wieder los. Hier. Liliana läuft jetzt in die Backline. Bam! Leider total wasted. Completely wasted. Keine Ahnung, was ich gedacht habe, warum das irgendwie eine gute Idee war. Also keine, ich weiß nicht, was da in meinem Kopf vorging. Ich habe mein Team wieder komplett reingeritten. Aber diese Spontanität hat halt nicht jeder. Scoot schreibt auch noch sorry. Achtung, der Hund bellt gerade. Yo, komm hoch, ich bin aber noch am Aufnehmen gerade, wunder dich nicht. Ja, ich mache gerade ein Video für YouTube. So, Kollege kommt vorbei, wir gehen gleich mit meinem Hund raus, aber ich nehme das jetzt trotzdem auf, weil ich finde, das hat bis jetzt eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Bisschen vorgescrollt, warum auch immer. So, liebe Leute, dann gehen wir wieder zurück ins Zimmerchen hier. 9 Minuten Spaß haben wir dann ja noch an der Stelle. Und gleich kommt noch die beste Ult des Jahrhunderts. Gleich kommt die beste Ult des Jahrhunderts. Sie wird richtig gut hier nochmal schnell die Feed rausgezogen. Und hier, Liliana, was geht da? Was passiert da? Wie kommt die da noch raus? Völlig krank. Da muss man einfach reingehen. Und jetzt Achtung. Die lasse ich natürlich nicht so wegkommen. Achtung, 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 Achtung. Beste Szene des Spiels. Boom, weg. Und ich glaube, dass ich sogar einen Execute nur bekommen habe. Ich sehe es aber nicht, weil ich jetzt die ganze Zeit Sachen reinschreiben möchte. Und das funktioniert so nicht. Das war natürlich dann eher hinderlich. So, wir holen mal ein Wasser. Meine Gäste sollen ja nicht ohne Getränke sein. Da holen wir doch mal ein Wasser. Ihr kommt da mal mit. Es funktioniert ja alles hier. Wir sind ja live auf Sendung. Das ist ja alles gar kein Thema. Danke. Und ja, die beste Szene des Spiels habt ihr eigentlich eh schon gesehen. Besser wird's nicht mehr. 14, 16, 5, 5, 5 sieht eigentlich alles ganz okay aus. Da kann man zumindest mit arbeiten. Ich wollte den Turm noch nehmen. 5 Minuten noch ungefähr, Erik. Ja, da wollte ich natürlich. Ich habe da natürlich einen Plan, aber das kannst du vergessen. Jetzt kommt die Alte da nochmal angelaufen, dann kommt die auch noch mit. Dann muss ich gucken, dass ich rauskomme. Hier noch den Stun erwischt, sehr unglücklich, aber mit Max ins 1 kommt man eigentlich ganz gut raus. Je mehr Gegner mit dabei sind, desto mehr Movement Speed bekommt ihr auch. Und ich zieh mal wieder die Rakete, da geht die Chose mal wieder los. Und hier, zack, voll rein, super gemacht. Und da räumen wir auch richtig auf gerade. Da kommen die auch nicht weiter raus. Fane kommt hier gut rein. Zack, zack, zack. Da hat die Tail Glück, dass Crash das Support-Item zündet und sie da noch den Schild bekommt. Aber aktuell ist die Situation natürlich eher verfahren für das gegnerische Team. Und da muss der Push jetzt auch kommen. Und leider verkacken wir an der Stelle. Ich kann es jetzt schon spoilern. Wir schaffen das nicht durchzudrücken. Und ich frage mich auch jetzt, gerade in der aktuellen Situation, wo ist der Rest des Teams? Warum pimmelt Fane irgendwie unten auf der Bot rum? Was hat Scoot da gerade vor? Was macht er? Wir haben den Tower und ich komme gerade so raus und dann natürlich nicht. Das ist ja klar. In solchen Situationen, das schaffst du natürlich nie. Kann ich schon mal das Thumbnail vorbereiten für später? Der Hund isst mich auf. Psst. Mach den runter. Er soll das nicht tun. Der Hund ist ein Hurensohn. Das ist natürlich jetzt nicht geeignet für YouTube 14 Uhr, aber das macht nichts. Bring ich es um 15 Uhr. YouTube 10 Uhr, würde ich sagen. Hurenhund, der kleine Hurenhund.
So, dann kriegen wir direkt noch die Klatsche dafür, dass wir an der Stelle den Tower nicht geholt haben. Der hat noch nicht mal mehr irgendwie Leben. Man sieht da noch nicht mal, dass irgendwie Leben mit drin sind. Das ist doch bescheiden. Das hätten wir echt besser machen können. Da wieder Zeit für die Rakete. Du musst Max, glaube ich, öfter spielen. Ich glaube, die Videos sind der beste Content. Ich bin gespannt, wie das geklickt wird. Oh Gott. Ich natürlich wieder total viel gewollt und solche Situationen mag ich total gerne, weil dann habe ich einfach mal eine halbe Minute Pause, wo ich mich wieder aufs Leben zurückbesinnen kann, überlegen, wo ich gerade stehe, meine Karriere planen, 35 Sekunden noch Zeit, das liebe ich an Arena of Valor, so viel Zeit muss sein, zack, Fane lässt sich genauso wegmachen wie ich, richtig, richtig nice, da könnte er wenigstens von meinen Fehlern lernen und jetzt haben wir natürlich eine wunderschöne Überzahlsituation beim Gegner geschaffen. Und sieht nicht gut aus. 17:24 in der 15. Das ist keine schöne Situation. Ich baue gerade das nächste Item. Ich würde auch sagen, das Medallion of Troy macht an der Stelle gar nicht so viel Sinn, weil so richtig Mage Damage haben die nicht. Die haben eher den Sustain Damage mit dem eher schwachen Poke von Liliana. Liliana poke dich ja zu Tode. So, und dafür muss sie auch, dafür wird sie büßen, dass sie da wieder einfach wie so ein Gammler im Busch rumsteht, zack, 200 Gold, ganz einfach abgefarmt. Da hätte ich wahrscheinlich lieber Gaia Standard genommen, wobei man jetzt von der Medallion of Troy auch nicht viel sieht. Und dann reicht eigentlich auch ein Frostcape wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde ich ihn mit Frostcape bauen, Rankbreaker, Medallion of Troy. Gut, würde ich Sonic Gilded nehmen. Je nachdem, wie viel ich roamen muss, würden sich vielleicht auch Hermes Selected anbieten. Und ansonsten ist man dann eigentlich auch schon durch. Denn der Rest ist so nach Gusto. Spear of Longinus, Blade of Eternity, da bietet sich schon einiges an. Mail of Pain finde ich auch stark an der Stelle. Das kommt auch bei Richter immer wieder gut an. So, und jetzt natürlich der Plan. Wir müssen den Darkslayer legen. Unter anderem auch, weil ich die Quest im Codex noch offen habe. So Sachen mache ich dann gerne, wenn ich nicht weiß, ob ich ein Spiel gewinne oder nicht, dass wir zumindest mal meine Sachen fertig machen und ich davon profitiere, wenn das ganze Team schon nicht richtig gespielt hat. Wobei ich natürlich auch einen guten Beitrag dazu geleistet habe, dadurch, dass ich ganz raketentechnisch durch die Gegend fliege. Und Gegner in der Mitte, ich war schon etwas skeptisch, ob wir das schaffen oder ob die nicht hochkommen, ob die nicht die richtige Witterung haben, aber Gegner checkt gar nichts. Ne, Roxy läuft alleine weiter in der Mitte, macht da den Tower weg. Und jetzt kommen wir von hinten rein, durchs Hintertürchen. Das ist natürlich jetzt für Roxy eher ungemütlich. Liliana macht sich da aus dem Staub, lässt da ihre Teamkameradin bitter verbluten. Aber du kannst nicht jeden retten. Das muss man halt an der Stelle auch sagen. So, und keine Ahnung, was da passiert ist. Es hätte so schön geklappt. Ich wäre so schön mitten in die Backline gesprungen. Hätte ungefähr alles ausradiert, was da geht. Aber jetzt komme ich natürlich hier rein und hole mir noch die Krümel. Mein lächerliches 7-7-7 gegen ein 8-7-9 getauscht. Und mit dem Drake im Rücken kann eigentlich jetzt nicht mehr viel passieren. 3 aus dem Enemy Team down. Fane macht da nicht eine Lanze, geht da schon mal vor für uns. Und das ist Game. Ach, quillen da noch mit irgendwelchen komischen Unsichtbarkeitshampeleien, das bringt natürlich überhaupt nichts. Das Spiel ist durch. Und damit haben wir es auch gewonnen. So, dann schauen wir noch mal kurz rein in die Stats. Und vielleicht findet sich da noch das eine oder andere. So, continue. Ich ziehe mich mal hier rüber. Leider nicht MVP geworden. Weiß ich auch gar nicht, was los ist. Das ist so. Das war so ein, so ein Powerplay. Vor allem der Liliana-Kill direkt vor dem Respawn-Punkt. Aber mit 9,0 halt nicht das Schlechteste. Das finde ich schon auch mal beachtlich. Das zeigt dann aber halt auch, wie schlecht einige im Team waren, weil mein Ergebnis fand ich nicht wirklich besonders. So, Leute, das war's für heute. Max einmal mit Raketen-Action am Start. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Subscribe-Button drücken auf jeden Fall hier oben und schaut euch gerne auch noch ein Video an. Ich sage ansonsten bis morgen und tschüss!